Mediengruppe Spotlight. Das sind wir, Kypra, Anita und Tulia. Wir haben uns im Studiengang Kultur- und Medienbildung in Ludwigsburg kennengelernt. In den letzten 2 Jahren haben wir zahlreiche Projekte von Wir sind dabei gefilmt, fotografiert und Interviews gemacht. Seht selbst. Lieder selbst komponiert, gespielt, aufgenommen und eine eigene CD produziert, haben Jugendliche verschiedener Kultur und Sprache mit und ohne geistige Behinderung im Projekt Voll Normal vom Stadtjugendring Pforzheim. Jugendliche aus der Moschee und der Feuerwehr haben beim Projekt FEMO, feurige Momente für Jugendliche aus Moschee und Jugendfeuerwehr, viel geleistet. So haben sie Zäune und einen Grillplatz gebaut und Picknicktische mit integrierter Sitzmöglichkeit für Rollstuhlfahrer. Außerdem haben sich Jugendliche mit und ohne Behinderung gegenseitig besucht, Feste gefeiert, die Moschee und die Jugendfeuerwehr kennengelernt. Unser Projekt heißt Jugendverbände interkulturelle Tour. Wir haben mehrere Ziele eigentlich, gell? Also wir wollen als Jugendliche zusammenbringen mit unterschiedlichen Hintergründen. Wir wollen auch den anderen Verband wirklich kennenlernen, so wie jetzt auch zum Beispiel heute. Einfach andere Sichtweisen, Perspektiven, was dahinter steckt. Und wir wollen auch für unsere Verbände eben davon profitieren. Also. Im Garten der katholischen Kirche haben Kinder und Jugendliche beim Projekt Interkulturelle Naturpflege fleißig mit angepackt. Sie bepflanzten Beete, stutzten Pflanzen und Bäume und polierten den Garten auf Hochglanz. Kurdische und alevitische Mädchen und Frauen begegneten und entdeckten sich durch gemeinsames Singen im Projekt Come Together, Musik verbindet Völker. Ethnische Zugehörigkeit und Weltanschauung spielen dabei keine Rolle. Junge Engagierte im Projekt Lettland hautnah vermittelten lettische Traditionen und Bräuche durch Tanzen, Singen und gemeinsames Kochen. Dabei versuchten sie, neue Partner für weitere gemeinsame Projekte und Aktivitäten zu gewinnen. Auch beim Qualifest waren wir mit dabei. Einzelne Projekte wurden vorgestellt. Es gab eine Einführung in Bildaufbau, in Teamarbeit und vor allem gab es die Gelegenheit, sich auszutauschen und sich kennenzulernen. Das war Spotlight. Wir danken der Baden-Württemberg-Stiftung und dem Landesjugendring.